Ich zeige dir heute, wie du erfolgreich bist und ganz viel Geld verdienst. Guten Morgen! Willkommen in der Welt der Erfolgscoaches. Das ist so eine Gruppe, die sich jetzt gebildet hat. Das ist ein absolutes Phänomen für mich, wie viele Menschen Erfolgscoaches sind. Und wenn man dann die Menschen fragt oder wenn man dann so ein bisschen mal rumklickt, so was die Menschen so bisher für sich geleistet haben oder woher das kommt, dass sie Erfolgscoaches sind, dann denkt man in der Vita vor 2 Jahren oder so vorher, dann noch einen kleinen YouTube-Kanal, wo gefragt wird oder ein Blog, ja, wie kann ich denn erfolgreich werden und wie ist es? Und auf einmal sind sie die Erfolgscoaches, auf einmal sind die Fotos da mit in einem Benz oder in einem Ferrari und man postet bei YouTube-Videos vor seinem dicken Auto, hat einen Flipchart in der, irgendwo im Hintergrund und erklärt den Menschen, wie man total erfolgreich ist und haut mit Zahlen um herum, wo offensichtlich ist, dass das nicht der Realität entspricht. Ich habe BWL studiert, ich habe ein bisschen Wissen. Seit 20 Jahren bin ich selbstständig und ich kann schon ungefähr so einschätzen. Und habe ich mich sehr viel, oder fast jedes Business, was ich betrieben habe, hat auch irgendwo mit Menschen zu tun gehabt. Und ich weiß, wie Menschen lügen und betrügen, um etwas darzustellen, was sie selber nicht sind. Und da nehme ich mich nicht außen vor. Das heißt, ich bin selber ein Mensch gewesen, der was anderes dargestellt hat in seiner beruflichen Laufbahn, als er tatsächlich gewesen ist. Und auch heute entdecke ich immer wieder, ich weiß nicht, ob das Video schon rausgekommen ist, aber auch heute entdecke ich immer wieder, dass es Dinge gibt, wo ich mich tatsächlich hinterfragen muss, stelle ich unbewusst etwas dar, was ich nicht bin? Aber zumindest kann ich mir sagen, es ist unbewusst. Und dort ist es ganz klar bei diesen Erfolgscoaches was Bewusstes, den Menschen zu suggerieren, man hat selber Erfolg und deshalb müssen sie, und das verkauft man und die anderen Menschen können auch Erfolg haben. Und das ohne individuelle Beratung, sondern nur durch den Kauf eines Buches, eines Videokurses oder was auch immer. Und im Prinzip 90% dieser Videos, die ihr seht bei Facebook-Werbung oder bei YouTube, beruhen darauf, dass ihr etwas kauft oder idealerweise noch etwas vertreibt von dem, was ihr kauft, also wie so ein Schneeballsystem, wo der andere dann auch wieder profitiert. Das heißt, es ist einfach nur eine riesige Blase. Denn wenn der eine Erfolgscoach sagt, pass auf, es gibt ein System, ganz einfaches Beispiel, ich bin Erfolgscoach, ich zeig dir, wie du monatlich 10.000 Euro verdienst. So. Und dafür musst du mir lediglich 20 Euro überweisen und dann zeige ich dir, wie du monatlich 1.000 Euro verdienst. So. Und wir machen das jetzt, ich spreche das jetzt wirklich ganz auf was ganz Einfaches runter. So. Und dann überweist du deine 20 Euro und dann schreibt der, und dann kriegst du halt einen Satz geschickt, 1.000 Euro im Monat sind 5 mal 10 sind 50, sind 50 Menschen, die dir 20 Euro überweisen im Monat. So. Und ja, dann sagst du dir, okay, dann muss ich 50 Menschen finden, die mir 20 Euro im Monat überweisen. Oder sag mal, entweder monatlich oder einmalig, ist egal, es geht nur um den Sinn. So. Und dann findest du, und dann machst du ein Video und sagst, bin total erfolgreich, ich zeig dir, wie du 1.000 Euro verdienen kannst. Wie du einfach so 1.000 Euro verdienen kannst. So. Und dann sagst du denen, hey, du musst nur 50 Menschen finden, die dir 20 Euro geben. Dann hast du 1.000 Euro. Und so geht es dann immer weiter. Und beim Schneeballsystem ist es meistens noch so, dass du dann, dass derjenige, der einen geworben hat, dann von den 1.000 Euro, die der eine verdient hat, dann nochmal irgendwie 10% oder was dann noch abkriegt und dann auch wieder mitverdient. Und so geht es dann immer weiter. Und da wird keine Leistung geschaffen oder irgendetwas von Wert. Das ist einfach nur ein Schneeballsystem. So. Und das ist eigentlich verboten. Gibt es de facto immer noch, weil das mittlerweile an Produkte gekoppelt ist. Und beim Erfolgscoaching ist es genau dasselbe. Im Endeffekt ist das ganz häufig ein Schneeballsystem, aber es wird dann einfach wieder ein Produkt dran gekoppelt, wie so ein Videokurs oder ein Buch, und das kaufst du dann, und du kaufst dann das nächste Buch und du kaufst vielleicht den nächsten Videokurs, und das geht halt immer so weiter. Und wenn du den Videokurs dann bewirbst, den du selber gekauft hast, per Affiliate,
dann bekommst du das auch was. Das heißt, du bewirbst einen Kurs, der dich vielleicht gar nicht weitergebracht hat, aber du bewirbst ihn, weil du halt Geld dafür bekommst. Und das ist genau dasselbe wie das Schneeballsystem, was im Hintergrund steht. Das Produkt steht gar nicht im Vordergrund. Das Produkt ist nur die Rechtfertigung zu sagen, hey, also weil wenn du jemandem eine Zeile schreibst, ja, du musst einfach 50 Leute finden, die dir 20 Euro überweisen, dann sagt jeder, ja, das weiß ich, dafür brauche ich nicht. Wenn du auch einen Videokurs bringst, dann ist es ein bisschen Verschleierung von Informationen. Und ja, das ist halt eben bei 90%, die Zahl ist aus der Luft gegriffen, das ist einfach so eine intuitive Wahrnehmung. Bei 90% der Erfolgscoaches ist es genau das. Also es ist einfach so, ja, eine Art Schneeballsystem. Und ja, also das dazu bei den Erfolgscoaches. Dann stelle ich auch immer bei diesen Erfolgscoaches eine gewisse Eindimensionalität fest. Das heißt, in ihrer Aussage, sie sagen halt, 9-to-5-Job ist böse oder Unabhängigkeit ist gut. Es ist überhaupt nicht gesagt, dass das für jeden Menschen zutrifft. Und ich kenne genug Menschen, die sind sehr zufrieden mit ihrem alltäglichen Job. Und ich kenne auch Menschen mittlerweile, die sind in die Unabhängigkeit gegangen und sagen jetzt, ey, ich bin so froh, dass ich wieder oder ich möchte gerne wieder einfach eine solide Einnahmequelle im Monat haben und möchte eine einfache, überschaubare Tätigkeit machen, wo ich mich ein bisschen bewege, wo ich ein bisschen mit Menschen kommuniziere oder whatever. Und die sind damit sehr zufrieden. Und die Erfolgscoaches, die pushen einen immer so in eine gewisse Richtung. Und so Erfolg zu haben, entsteht aus einer Unzufriedenheit. Und die Unzufriedenheit ist was sehr, sehr Ganzheitliches. Und die kann niemals mit einer eindimensionalen, ja, Erfolgsstory im finanziellen Bereich, kann diese grundsätzliche Unzufriedenheit aufgewertet werden. Also das funktioniert meiner Erfahrung nach so gut wie nie. Ich möchte das nicht immer komplett ausschließen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Menschen, dem Geld so befriedigt, dass er alle seine Probleme, die er sonst hat, irgendwie gelöst bekommt durch Geld. Meine Erfahrung ist, dass das nicht so existiert. Und ja, auch der erste Satz, den ich gesagt habe, ich zeige dir, wie du erfolgreich wirst, bedeutet letztlich nur, also wenn man das übersetzen würde, dieses ich zeige dir, wie du erfolgreich wirst, das bedeutet einfach nur, ich löse Emotionen in dir aus, damit du mein Produkt kaufst. Man schwärmt von einer tollen Welt, von einem unabhängigen Bewusstsein. Ich kann dir zeigen, wie du, dann setzt man sich auf Mallorca hin mit einem Laptop am Strand, wie du auch wie ich hier sitzen kannst und ja, einfach ganz einfach und mit Mausklick und Klick, Klick, Klick und bist erfolgreich, kannst ganz daran der Sonne brutzeln und das Geld strömt nur so hinein. So. Natürlich löst das in einen Menschen Emotionen aus, sagt, ja, das ist schön. Natürlich nur dem konditionierten Menschen, dem bewussten Menschen, der weiß zum einen, dass es relativ unwahrscheinlich ist, weil wenn das so einfach wäre, würden das wahrscheinlich sehr viele der konditionierten Menschen tun. Und zum zweiten, ja, wer will den ganzen Tag in der Sonne sitzen am Laptop am Strand? Erstens, weil der Laptop total heiß, die Stromzufuhr dauert meist eh nur 3 bis 6 Stunden und das ist das für ein Leben. Also das will keiner. Aber man hat einfach so ein grundsätzliches Lebensgefühl, damit assoziiert man und das wird verkauft, Emotion. Und dann kauft man eben den Videokurs. Und was in dem Videokurs drinsteht, abgesehen davon, dass es eine grundsätzlich eindimensionale Betrachtungsweise ist, nur finanziell durch finanziellen Erfolg glücklich zu werden, ist meistens so etwas drin wie, du musst durchziehen, du musst an dich glauben, du musst natürlich am Anfang investieren, das ist dann meistens gekoppelt an so ein Schneeballsystem oder dass du halt einen Videokurs kaufst, du musst investieren und irgendwann wirst du dann belohnt. So. Und dann geht es nur darum, diesen Menschen so lange wie möglich in seinem monatlichen Payment zu halten, also den er auf monatlicher Basis bezahlt oder so lange wie möglich die Produkte zu kaufen, bis irgendwann auch der letzte Mensch merkt, dass dieser Erfolg oder dieses Erfolgskonzept, was da schon zum tausendsten Mal abkopiert ist, weil das ist immer dasselbe. Es ist oft immer nur dasselbe. Da wird nicht gesagt, nicht funktioniert, um den Satz zu beenden. Da wird oft gesagt in diesen Konzepten, gesagt, du musst an dich glauben, du musst das durchziehen und du musst halt investieren da rein. Und irgendwann klappt es. So Durchhalteparolen und du bist gut und tschakka, tschakka. Solche Dinge. Da wird nicht erklärt, wie man ein innovatives Produkt erstellt. Na? Da wird nicht einem gezeigt, was ganzheitlich wichtig ist, sich persönlichkeitsmäßig zu verändern, weil das ein langfristiger Prozess ist. Sondern da wird einem einfach nur so einfache Plattitüden an den Latz geknallt, die immer dasselbe sind. Und ich habe schon ein paar von diesen Videokursen Videokursen und auch von den Büchern in der Hand gehalten und ich kann euch sagen, das ist erschreckend. Es ist erschreckend, für was die Menschen dann von mir aus auch nur 20 Euro für so ein E-Book ausgegeben haben, wo das total gehaltsloses Blabla ist. Schon 100. Mal im Internet, ja, also in jedem mittlerweile, sag ich mal, einfach so zweit- oder drittklassig produzierten Video bei YouTube aus der Besenkammer eines ganz normalen Typen, der irgendwie vor sich hin redet, auch erfährst. Und dafür geben die Leute 20 Euro aus. Das klingt nicht viel, 20 Euro. Aber wenn das
tausend Leute machen, ja, kommt schon ein bisschen was zusammen. Ja, und darauf geht es dann letztlich, geht es dann mit diesen ganzen Erfolgscoach-Sachen geht's. Dass ihr einfach wirklich nur, ich habe noch ein Video gemacht, ich weiß nicht, ob das kommt oder ob das vielleicht jetzt schon gepostet ist, da geht es um Abzocker. Ich werde ein Abzocker. Es geht so in dieselbe Richtung. Und vielleicht schaut euch das auch nochmal an. Da sind einige interessante Informationen, gerade was Produktlebenszyklus angeht und Qualität versus Quantität. Ja, möchte ich da auch nichts sagen. Ja, wie wird man denn wirklich erfolgreich? Um dem Video neben der Kritik, ich finde es immer schön, wenn so ein Video auch ein bisschen nicht nur etwas anprangert oder kritisiert, was manchmal sicherlich auch wichtig ist, sondern vor Schaden bewahrt, sondern auch was Produktives beiträgt. Wie wird man denn nun erfolgreich? Ich habe ja schon ein bisschen was gesagt, so ganzheitliche Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Das weiß aber sicherlich auch jeder. Ich möchte euch mal mein Geheimnis verraten. Also mein Geheimnis, mit was ich in den Bereichen, in denen ich selbstständig gewesen bin, erfolgreich gewesen bin. Und dieses Geheimnis ist, dass du etwas, das ist auch nichts Neues, aber es ist halt trotzdem sehr wichtig, du musst etwas anders tun, als es die anderen tun. Du musst etwas Innovatives erschaffen. Du kannst nicht zum 100. Mal dasselbe Produkt machen und glauben, dass du damit erfolgreich bist. Das kannst du mit großen Investitionen und kleinen Margen. Aber der Otto Normalverbraucher, der sich einfach mal selbstständig machen möchte, der braucht Innovation. Innovation kann durchaus die eigene Persönlichkeit sein. Aber viele halten sich für so speziell, für so unverwechselbar, dass sie völlig unterschätzen, dass es so viele Menschen gibt und dass es nur ein paar grundlegende Emotionen gibt, die einen ansprechen und man, selbst ich, wo ich mich auch für etwas Einzigartiges halte, bin auch beliebig austauschbar durch bestimmt 5 bis 10 andere Menschen, die auch auf YouTube sind. Und ja, das reicht meist nicht aus, Individualität, sondern man muss dann tatsächlich vom Konzept her irgendwas anders bringen. Und das ist egal, ob das ein physisches Produkt ist, also ein Produkt, das man tatsächlich selber produziert, das man anfassen kann, oder halt, wie es häufig derzeit ist, eine Dienstleistung ist, dass die individuell ist. Und das ist wirklich das große Geheimnis, dass ihr etwas schafft, wo euch jemand fragen kann und sagt, hey, was macht dich besonders? Warum sollte ich zu dir gehen? Warum sollte ich dein Produkt kaufen? Warum sollte ich deine Videos anschauen und andere nicht? So, dass du dann antworten kannst und sagen kannst, aus diesem und diesem Grund. Weil das gibt es sonst nicht. Ja, macht euch da mal Gedanken und nutzt die Zeit, innovativ selber zu denken. Ihr habt ein Gehirn, was funktioniert, und ihr könnt euch 99% der Dinge, die in so einem Kurs drin stehen, bei den meisten Kursen, die könnt ihr euch absolut selber herleiten. Da braucht es überhaupt keinen Kurs dafür. Das heißt, meine Empfehlung an euch, kauft euch keinen Kurs, wie werde ich erfolgreich. Gebt euch nicht in diese riesen Blase, dass ihr dann selber Erfolgscoach werdet und sagt, wie andere erfolgreich werden können, weil das bringt euch sowohl energetisch nichts und auch finanziell aller Voraussicht nach auch nichts. Und kostet nur Zeit, es kostet Geld, es kostet Nerven, und wart euch davor, führt ein Leben im Einklang mit euch selbst, findet zu euch selbst. Das ist meine Empfehlung an euch. Ich liebe euch. Wir sehen uns 2 Tagen wieder, euer Christian.